Es gibt einen Screenshot, beziehungsweise die Entwickler und Entwicklerinnen, die Devs, haben wieder einen Livestream gemacht. Und im Livestream gab es den ersten Ausblick auf Update 13.1. Und Update 13.1 bringt, und das ist echt cool, ein paar Neuerungen. Hier ist der Screenshot. Ich kann euch den jetzt natürlich... Also es sieht aus wie der aktuelle halt. Kann man das erkennen? Also das ist halt... Ich habe einen Screenshot aus dem Deathstream gemacht. Und hier gibt es halt das Update What's New in 13.1. Das bedeutet, es gibt bald ein Mid-Season-Update. Also, es gibt, sagen wir es, das ist in der Liste das letzte, was beim Update hier aufgeführt ist. Aber ich finde es, glaube ich, das Interessanteste und Wichtigste für viele da draußen, denn es gibt was Neues zum Sammeln. Obwohl, so ganz neu ist es nicht. Es gibt wieder Vinyls und wir haben ja schon eine Menge Vinyls, aber es gibt tatsächlich ein neues Set von Vinyls. Das bedeutet, wir bekommen neue Musik, neue Schallplatten in den Outlands, die wir sammeln können und einen neuen Titel, nämlich den Disco Phil Teil 2 Titel. Also bisher sieht es ja hier so aus. Lasst uns kurz mal auf die Items gehen, die man sammeln kann. Wir haben Trolle, wir haben Feuerzeuge. Auch noch nicht alle, ihr seht es. 1, 2, 3, 4 Feuerzeuge fehlen mir noch. Bei den Trollen habe ich alle. Und es gibt Schallplatten, da habe ich auch alle. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Es gibt tatsächlich 9 Schallplatten. Jump Down. When Humanity Falls, einer meiner Lieblingstracks davon. Shattered. City in Flames, auch richtig geil. White Quarantine. Warning Sign. Ein absoluter Banger, Rigor Ex Mortis. Slayer's Run, mehr was für die Metal-Fans. Und 80s Pop, würde ich es mal nennen, Jingle Wave. Sind das 9? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ja, der DJ Jan Jugo am Start. Es gibt 9 Schallplatten. Wie viele es in Zukunft geben wird, das ist noch nicht klar. Aber es gibt ein neues Set. Also, vielleicht wieder 9. Ab dem nächsten Update also können wir wieder neue Schallplatten sammeln. Das ist schon sehr cool. Es gibt ein neues New In-Game News System. Also ein System, in dem Nachrichten übermittelt werden. Wie zum Beispiel, es gibt einen neuen Battle Pass. Es gibt ein Booster Weekend. All das wird uns ja auch schon angezeigt. Aber... das wird in Zukunft auf einem etwas grafisch ansprechenderen Screen gezeigt, wo Sie auch Bilder einblenden können. Dann gibt es ab 13.1, was demnächst, das Update soll demnächst kommen, was demnächst heißt, vielleicht nächste Woche schon, man weiß es aber nicht genau, könnte auch noch eine Woche länger dauern. Meistens ist es so, dass es, wenn Sie es ankündigen, eine Woche später, also nächste Woche Mittwoch dann kommt. Legacy Season 9 und mit der Legacy Season 9 endet auch die Area der Legacy Seasons. Ganz kurz für euch zur Info, wenn ihr vielleicht das nicht wisst, ansonsten für alle, die natürlich das wissen, wir gucken trotzdem nochmal drauf. Es gibt ja hier die Legacy Season 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 und dann bald auch die Nummer 9, die jetzt dann dazukommt. Und das wird es dann tatsächlich gewesen sein. Mehr Legacy Seasons wird es dann nicht geben. Ab Season 10 haben sie ja eh schon die Seasons abgeändert. Also es war ja immer so, dass vorher die Seasons 1 bis 9 unter einem, würde ich mal sagen, charakterspezifischen Überbegriff standen. Also sowas wie Trapper oder wie, was gab es noch? Hunter oder so, keine Ahnung. Ne? Also es gab verschiedene und ab Season 10 haben sie es ja geändert. Sie haben ja ab Season 10 die neuen, mit den Tapes, wie heißt es denn nochmal? Chronicles eingeführt, genau, Entschuldigung, die Chronicles. Und dann war die Frage natürlich so im Raum, wie und was ist dann mit den Seasons, die später kommen? Und da gab es dann von der Community Managerin eine sehr interessante Antwort. Sie hat nämlich gesagt, dass sie ein neues System in Entwicklung haben, was noch nicht mit dem neuen Update kommen wird, aber dann in Zukunft,
mit einem neuen System die ehemaligen Seasons, sie wollte nicht sagen überflüssig werden, aber im Prinzip das System der Legacy Seasons dann überflüssig wird. Was genau das bedeutet, also was für ein System sie dann in Zukunft entwickeln, das weiß ich nicht. Aber ich hoffe so sehr, es wird ein Market. Aber es ist natürlich nur eine reine, komplette Wunschspekulation von mir, dass ein Market kommt. Also mit Market meine ich, dass ein Handelsplatz kommt, auf dem Skins zum Tauschen oder zum Verkaufen oder zum Handeln unter den Usern oder aber auch von einem, sagen wir mal, von einem Haus, also von einem Stand, von den Entwicklern her aus verkauft werden. Wie auch immer das dann am Ende gelöst wird, das würde mich sehr freuen, dass man zum Beispiel dann die Skins aus diesen 10, 11 und 12 und so weiter, also aus den Chronicles, die ganzen Inhalte, dass man die über diesen Markt dann sozusagen handeln kann. Das wär sehr geil und würde die Legacy Seasons sozusagen damit dann, ja, nicht überflüssig machen, aber damit dann ersetzen sozusagen. Das wäre schon sehr cool. Es wäre im Prinzip ein Shop, wie es ihn jetzt auch schon gibt. Vielleicht dieser Shop als Handelsplattform, wo Leute sozusagen auch Skins tauschen können oder keine Ahnung. Aber auf jeden Fall ja, es wird nach Legacy Season 9 keine Legacy Season 10 geben. Das hat sie gesagt. Dann gibt es noch das Tutorial, was reworked und improved ist, was sehr krass ist bei einem Spiel, was es seit fast 4 Jahren gibt, dass man da nochmal explizit das Tutorial besonders hervorhebt und sagt, das haben wir verbessert. Ist allerdings gar nicht so dumm, denn Vigor ist eben ein Spiel, was immer noch neue SpielerInnen anzieht und die ganzen Menschen, die das noch nie gespielt haben, die sind mitunter meistens von dem ganzen System und wie das Spiel funktioniert erstmal erschlagen und finden sich oder man findet schwer rein, ist ja so. Es ist nicht so einfach, es wird ein wenig erklärt und das versuchen sie auch seit einigen Seasons immer wieder zu verbessern. Und jetzt haben sie das Tutorial angepasst, dass sozusagen, wenn jemand das Spiel das erste Mal zockt, viel mehr erklärt bekommt, was hier Phase ist. Und deswegen ist es nicht verkehrt, weil neue Gamer und Gamerinnen, die können wir gebrauchen. Denn wenn niemand mitspielt, dann haben wir auch irgendwann keinen Spaß mehr. Wenn wir da alleine in den Accounts unterwegs sind, macht das alles keinen Fun mehr. Deswegen, sehr gut eigentlich. Und der letzte Punkt ist der erste. Ich habe jetzt die Liste von unten nach oben durchgearbeitet. A New Premium Pack. Soldiers of Fortune wird in den Premium Pack Store kommen, also ein neues Premium Pack für, keine Ahnung, wahrscheinlich wieder 70 Euro, man weiß es nicht, das werden wir dann sehen. Auf jeden Fall gibt es wieder einen neuen Premium Skin, nehme ich mal an, und dazu wahrscheinlich irgendwelche weiteren Sachen. Sie schnüren da ja jetzt immer so nette Pakete. Ja, das waren die Infos. Ja, aber wenn untereinander tauschen, vertauschen kannst, verdienen die doch nichts mehr, oder liege ich da falsch? Wenn untereinander tauschen und nicht verkaufen, ja. Vielleicht nehmen sie, man könnte, ich will jetzt den Entwicklern kein, wie sagt man, Floh ins Ohr setzen, aber man könnte natürlich als Entwickler bei so einer Tauschhandelsplattform eine gewisse Tauschgebühr nehmen. Von beiden Tauschpartnern. 10 Kronen oder so. Du willst was in den Shop einstellen, du willst etwas jemandem anbieten. Wenn ein Tausch zustande kommt, zahlt jeder, der an diesem Tausch beteiligt war, 10 Kronen Tauschgebühren. So könnte man das machen und würde damit Geld verdienen. Es wär, glaube ich, eine gute Einnahmequelle. Aber ja, ich würde meine coolen Skins eigentlich auch nicht eher nicht so tauschen wollen. Allerdings, wenn jemand jetzt einen sehr exklusiven Skin hat und jemand anderes den nicht, kann man sich den ja auch vielleicht immer wieder zurücktauschen. Oder man kann Skins doppelt bekommen. Das wäre natürlich auch möglich. Was weiß ich. Später entsteht da ein regelrechter Schwarzmarkt, in dem Leute irgendwelche Skins ankaufen und dann den Markt damit sozusagen bereinigen und dann teuer wieder verkaufen. Wie bei FIFA, keine Ahnung. Ich weiß nicht, ob das wie das bei FIFA läuft, weil ich FIFA nicht spiele. Bin nicht so der Fußballer und auch nicht so der. Ich ziehe ungerne Packs, ehrlich gesagt. Das ist ja FIFA eigentlich, oder? Fußball und Packs ziehen.